It's Bloody Time. Herzlich willkommen zu einem neuen Part Call of Duty Infinite Warfare. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Bevor wir starten, ich muss noch eine Zehnerkiste öffnen auf meinen Nacken. Wenn das nicht mein Wie kann ich dir hier Lieblingsauto auch ist, dann neue bin ich Waffenprestige alles machen? klar. Du gehst auf Drückst Y und dann ist Höchstens das nettes unterste, unter die Anhänger, hast du da Na, da die steht freigeschaltet ab Waffen. Waffenstufe 15. Und ich habe aber Ja, dann Schi hast du es noch nicht Stufe frei. maximal. Dann hast du es aber noch nicht abgeschlossen wahrscheinlich. Also die letzte Stufe noch nicht fertig. Warum? Bei mir steht Stufe Denke ich mal. maximal. Ich denke mal, wenn Ja, du Stufe. hast das Ach nee, Level. Stufe maximal stimmt ja hier. Da brauche ich noch ein kleines Bild. Alles klar. Ist Ja. okay, Max. Schrei mich nicht an. Klar. Los, Digga. Was los, So. Digga Hamann? Schau mal, wie wir labern. So. Jeder sagt die Mal wieder gleichen eine Sage. Runde Team Deathmatch. Also letzte Runde ging eigentlich stabil. Alles der erzählt wieder dran. Stabilo Move Easy. Vor allen Dingen, ich habe doch gerade eine Kiste aufgemacht. Warum habe ich dir da jetzt noch mal 31 Schlüssel? Hä? Gleich mal noch eine Kiste Keine aufmachen oder Ahnung. was? Vielleicht hast du noch eine Freikiste. Das wäre natürlich cool. Muss halt dann gleich nochmal eine aufmachen. In der letzten Folge haben wir bloß die erste Runde ein bisschen verkackt. Warum bist du im Gegnerteam? Verbündet das Skarabäus aktiv. Ach nee, hä? Gerade eben hast du dich als Gegner angezeigt. Team Deathmatch. Okay, Skars, rein da. Okay, wir scheinen bin da eine Runde rein. Das Ding am Himmel ist. Leckt auch gerade. Ja, das leckt ganz schön, Alter. Alter. Alter, das scheiß Mutterschiff oder was ist das? Das geht natürlich nicht besser. Alles klar, kriegt man Assist. Ja, da sitzt jetzt zu zweit dort. Ja, jetzt war wieder klar. Wer ist denn Luftschlag? Ja. Warte, ich spiele mit der einzige Call of Duty, wo ich das MG liebe. Weißt du, ich schieße den ganzen Magazin, krieg noch Assist. Und es leckt. Aber richtig heftig leckt's. Okay, wir tun mal Lobby changen, dass wir ja nicht so ganz Probleme haben. Ja, lass uns mal kurz rausgehen, dann machst du nämlich erstmal noch eine Kiste auf und hier. Aber voll gekriegt, Herrschaft. Gewinnen Sie 5 Online-Spiele im Mehrspielermodus. Alles klar. Als hätte ich nicht schon mehr gewonnen. Alles klar, Digga. Vor allen Dingen, der Alien-Kopf ist ja mal übel geil. Jetzt sind wir gebongen als Visitenkarte. Der andere hat das Kampfblatt als Emblem, oder? Ich verstehe nicht, wo, wenn man das. Ja. Ne, geh mal, geh erstmal raus. Leute, ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Kann man auch vorstellen, dass ich zwar welche bei mir in der Community habe, die selber kiffen, aber wie kann man, wenn man das konsumiert, sich darüber noch so aufgeilen und das in der Öffentlichkeit noch zeigen, dass Leute wissen, dass wir das machen? Genauso verstehe ich das manchmal nicht mit den Kleidungen, mit dem Hanfblatt. Da weiß doch jeder, okay, der hat die und die Klamotten an, der muss sich den und den kontrollieren. Wie dämlich das ist, das verstehe ich nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Vor Oder allen Dingen, ich Leute, hatte die sich dann schon wieder auch. gerade eine Kiste. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ich hatte gerade zwei, drei Schockkisten, die ich kostenlos aufmachen konnte. Sehen Sie sich in Ruhe um und sagen Sie mir dann Bescheid. Striker-Kopf. Okay, das ist auch ganz cool. Ich habe einen Anhänger. Ach nee. Hä? Zubehör? Oh ja, das ist ein Anhänger. Trennung. Damn. So, warte mal. Ich lasse die Dürre. I-I-Dürre. So.
Dann bei Zürich 2-0. Sieh gerade nur Köpfe für den Striker. Bei mir zeigt es bei Quartiermeister das neu an, da gehe ich drauf und da zeigt es aber nichts an, was neu sein sollte. Wahrscheinlich wieder so ein Bug. So, kann ich suchen, Digga? Alter, ich habe hier so übelste von der Kabar. Ja, danke für die Antwort. Nee, warte, ich will noch. Na, beeil dich, Digga. Warte. Wo war das? Nee, ich hab nämlich gerade hier von der Maschinenpistole, von der zweiten. Nee, nicht Maschinenpistole, von dem Sturmgewehr, von dem zweiten. Habe ich nämlich gerade davon was freigeschalten hier, wenn ich die nehme. Da kriege ich nämlich 15% Dings dazu. Die hat eine übelst geile Tarnung drauf. So schimmern ist das. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Ach, er kam von hinten, warum? Von hinten? Boah, ja. Sick, die Wärme. Mann! Ja, genau. Mann, wie ich gerade fresse. Digga. Haben die RAW runter gepatcht oder warum schlucken die so? Der hat so ein Schutzding angehabt. Was, so ein Spitzding? Schutzding! Der schwitzt wohl, oder was? Ja, Alter! Ich geh grad übelst minus 3,8, Digga. 3,8! Ich bin an den Hauptanhänger, den ich dran hab. Ja, aber ich mag die kleinen Maps nicht so. Ich komm da nicht zurecht. Schade, ich wollte ihn so überraschen. Dann wieder von hinten, Alter. Feindliche Drohne. Ein kleiner Spastiker. Mann, er hat sich unsichtbar gemacht. Was er geschluckt hat, der frech. Kleiner Frechdachs. Kleiner Bein. Ja, dieses ist der Schutz. Schön. Ah. Warum, Alter? Warum haben die so? Ist das Kinetic? Ich weiß gar nicht, ob das hier auch Kinetic heißt. Welches ab ist Juggernaut? Boah, wieder Schrotflinte, Alter. Da spürt wirklich jeder die Fallout hier haben. Was er geschluckt hat. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Ja, ich hab richtig gerade so ein. Alter. Also wie gesagt, die kleinen Maps, das ist nicht so mein Fall. Okay, weil die. Also war der Anfang so schwierig. Kurz war der Spiel jetzt noch dritte Runde. Geil. So ein Gugu, Alter. Aber der hast bestimmt selbst gemacht, hä? Das ist ein Gugu. Nee, kannst du doch nicht selber machen. Oder? Plus 125 Schrott. Geilo. Nee, kannst du doch die Dinger nicht selber machen. Okay, dann haben sie es aber geil gemacht, dass du so einen von Dragon Ball hier drin hast. Ja. Doch, du kannst doch welche selber machen. Gibt's welche Standard und welche du selber machen kannst. Krass.
haben bestätigte Koordinaten. Willkommen, Soldat. Ja, die Map stabil. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, für was für Klassen man gut spielen kann. Kann ich mal ein bisschen experimentieren. Ich habe momentan vielleicht ein, zwei Waffen, mit denen ich halbwegs zurechtkomme, aber es ist so eine richtig, ja, richtig krasse, wo ich jetzt sage, boah, dass ich jetzt ein bisschen Abwechslung habe und mich auf jede Map einzeln anpassen kann. So das Gefühl habe ich noch nicht. So wie bei MWR. Solange wir jetzt nicht kommen mit Sniper oder Pumpgun, ist eigentlich alles möglich. Also ich glaube, Sniper kann man stecken lassen. Boah, wie er mich zerbärtet hat. Wer mich das Bärze? Weg, meine! Digga, da kamen zwei, Alter. Da hast du ganz kurz veraimt, ne? Du hast schon verloren, das ist so heftig. Weil da kamen zwei Stück, ich hätte sie alle schön wegsneaken können. Was mache ich? Nö. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Feindliche Drohne. Mach los. Gerade ganz schlecht. Mach los. Ja, tschüss. War das wieder deine Mutti? Ja, geht ja erstmal mit in die Aufnahme. Jawohl. Du wollt einmal dabei sein. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Boah, ja, ganz am Anfang, oder? War richtig oft mit dabei. Wie oft? Nein. Nein, weißt du, wie oft ich die Aufnahme nochmal machen müsste? Weil das dann echt störend war. Vor allem, wenn sie dann noch mit langen Gesprächen anfängt. Sie weiß halt nie, wenn ich aufnehme. Also das kann ich ja verstehen. Also wenn du was machen könntest, wie bei deinem Flur hier, so ein Zettel, bitte nicht stören. Dann kannst du da nochmal sagen, immer wenn der Zettel aufhängt, kriegst du dann eine Aufnahme. Das wäre halt noch das ähnliche, kontraproduktive, was. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Dann müsste ich ihr erstmal erklären, was ich mache, weil sie weiß oder nicht mehr, dass ich YouTube solche Geschichten mache. Weil sie guckt zwar selber, sie guckt zwar selber YouTube an, ja, aber die guckt also YouTube Plus an, um sich irgendwelches Zeug zu nähen. Und irgendwelche auf lustige Videos, ne? Oder die Facebook-Videos, ja, was ich auf YouTube geteilt habe. Ich probiere es nochmal, da war. Also schon mit der NV4 komme ich eigentlich richtig gut zurecht. Ja, ich auch, aber ich habe manchmal das Gefühl, die macht zu wenig Schaden. Bis in den entscheidenden Momenten. Ah, das stimmt. Dass sie nicht so stabil ist. In gewissen Sachen ist die wirklich dann also bitte. Ja. Und ich muss auch noch mal wiederholen, ich habe es zwar schon in der letzten Folge gesagt, auch falls die Leute das jetzt die Folge jetzt davor nicht gesehen haben. Wir achten jetzt nicht so auf die Scopes, sonst geht es bei ihr mehr so um Spaß. Nicht, dass ihr euch da guckt, so übelst beschwert. Ja, wie kann man sowas hochladen? Weil ich so schlechte Runden spielen.
Bei EW gibt es echt noch Spaß, weil sonst kannst du bis da einen Nervenkollaps bei also dem wenn Spiel. Jeder bloß rein immer nur auf das Dings achtet, hier auf der KT und so eine Scheiße, dann braucht manch einer gar nicht mehr spielen. Bei MWR mache ich das ein bisschen, aber bei EW macht das echt keinen Sinn. Ich weiß auch nicht warum. Was bei MWR ist es auf die KT zu achten, mein Gott. Entweder du bist halt gut oder du bist halt nicht gut. Na, ich achte nicht auf die KT, aber ich versuche halt gut, so gut wie möglich zu spielen, weil bei EW ist mir das egal, wie gut ich spiele. Das meine ich. Viele sagen, ja, du bist halt übel schlecht. Boah, Turnan des Todes. An und solche Sachen muss man dann so denken, Junge. Kann ja nicht jeder vielleicht 24-7 wie du an der Konsole hängen und dann das Spiel pausenlos spielen. Wie ich? Ich bin auf Arbeit. Du hast gerade gesagt, ich bin 24-7. Ich habe jetzt, dass ich vielleicht arbeiten gehe oder. Perspektive gesprochen, wie als wenn der Typ jetzt so. Achso, auf Zuschauer. Das alles klar. Verwendete Drohnen okay. Ja, sorry, war meine Schuld, habe ich falsch verstanden. Weil, wenn dann so einer zum Beispiel kommt, das finde ich dann irgendwie sehr passiv. Ja. Ja, und ich mache das deshalb so eine Aufnahmesession. Also die zwei letzten WR und die letzte EW-Folge, das ist alles jetzt am einen Tag aufgenommen. Weil ich nächste Woche etwas weniger Zeit habe zum Zocken. Und das nicht einfach wieder wochenlang gar kein Video kommt, dass ich dann bloß noch schneiden brauche und die Folge dann noch planen. Das ist eigentlich nicht so meine Art, aber ich habe halt keine Lust, dann wieder ewig inaktiv zu sein und dann richtige Zuschauer zu verlieren dadurch. Genau. Ich muss mich voll konzentrieren, aber ich habe gerade zwei Gegner vor mir. Ich habe die alle beide geholt, egal, Digga. Aber die Map finde ich eigentlich noch ganz. Oh, Donald des Todes! Ey, wie die alle auf mich gekeilt haben. So, Drohne ist da und wie heißt das? Garabeus. Garabeus. Zeig dein Köpfchen. Ja, und dann gammelt er dort am Türrahmen die ganze Zeit und wartet, bis er nicht rauskommt. Gut, ich bin noch neutral ausgegangen, also kann ich mitleben. Wo ich am Anfang ziemlich reingeschissen habe. Alter. So, da würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.